Ja, hier in der Mitte sind drei Statuen aufgereiht. Es scheint mehrere Wege zu geben. Treppe abwärts auf jeden Fall. Auch hier scheint es eine Treppe abwärts zu geben. Und auch hier scheint es eine Treppe abwärts zu geben. Da ist noch eine Treppe abwärts. Und noch eine Treppe abwärts. Okay, ich würde sagen, wir fangen im gegen den Uhrzeigersinn an. Mit der Treppe hier. Weil ansonsten ist hier ja nichts mehr. Ja, die Treppe wird abwärts bis nicht richtig angezeigt. Gut, was haben wir hier? Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor. Das sieht aus wie eine recht kleine Kammer. Wenn ihr es wollt. So sieht man sich wieder. Wie passend, dass unser Wiedersehen an diesem Ort der Vergeltung stattfindet. Todesalp Sarevox. So sieht man sich wieder. Wie passend. Ja, das hat er gerade gesagt. Ich bin es. Oder vielleicht ein Echo meiner selbst. Meine Essenz hat sich mit der unseres toten Vaters vereint, nachdem ihr mich schließlich ermordet hattet. Aber zum Schluss enden doch alle Kinder bald an diesem Ort. Ich mochte irgendwie seine Synchronstimme aus dem ersten Teil lieber. Die hatte so was Bedrohlicheres an sich. So seid ihr schließlich doch gekommen, um euer Erbe zu beanspruchen, wie ich vermute. Eine Schande, dass ihr in Stücken ankommt, schwach und mitleidenserregend. Mein Tod war bei weitem endgültiger als eure. Mein Erbe beansprucht, wovon sprecht ihr? Ich bin nicht tot. Irenikus ist tot und irgendwie bin ich hier mit ihm hierher gefolgt. Was meint ihr mit den Stücken? Und ich kann euch ja neu töten, wenn es sein muss, Sarevok. Mein Erbe beansprucht, wovon redet ihr? Schnaub. Ihr wisst es nicht. Dieses Balzreich und eure sind sich noch nicht mit unserem toten Vater vereinigt habt, seid ihr immer noch teilweise lebendig und euer Blut regiert hier noch immer. Regiert, wovon sprecht ihr? Eure Seele ist durch die Berührung unseres Vaters verdorben, Idiot. Und es ist dieser Teil, der dieses Reich regiert. Aber er teilt eure Seele mit jemandem, nicht wahr? Der Magier, er stahl das meiste eurer Seele, aber nicht alles. Ihr seid angebunden wie ein hilfloses Kalb, mit ihm in die Hölle gezerrt. Keiner von euch ist wirklich lebendig oder wirklich tot. Irenikus, wisst ihr, wo er ist? Pah. Habt ihr nicht zugehört? Ihr besitzt hier echte Macht. Ihr sucht und der Magier blockiert euch. Die Tränen des Baal sind eure einzige Chance. Die Tränen des Baal? Eine Träne fiel für jede ermordete Seele, jede Qual, die von unserem Vater bezahlt wurde, und er bewahrte jede einzelne auf. Sie können euch den Weg zu eurem Zauberer zeigen, wenn ihr sie alle sammelt. Ich besitze eine der Tränen von Baal, die ihr benötigt. Aber ich werde sie euch nicht geben. Ihr seid ihrer nicht würdig. Ja, nicht würdig? Was meint ihr Ich damit? meine, ihr seid ein lächerlicher Wurm, ein plärrender kleiner Kretin. Es war ein Genuss, Gorion mit meiner Klinge aufzuspießen und gäbe es wahre Gerechtigkeit, wären unsere Positionen jetzt vertauscht. Wagt es nicht, Gorion zu erwähnen. Wahre Gerechtigkeit würde euch für immer vernichten. Ich warne euch, Sarevok, hey, nicht mir die Tränen aus. Oder eure hiesige Existenz würde nur von kurzer Dauer sein. Das war's, stirbt. Ja, ihr wagt es, Gorion zu erwähnen. Ja, schürt euren infernalischen Hass. Ich kann die Wut fühlen, die wie eine Schwefelgrube in den Abgründen eures Herzens brodelt. Ihr fühlt ihn, oder? Diesen Makel, der eure Seele wie eine Schlange umgibt, sie zerquetscht und vergiftet. Dieser Makel, dieser Zorn, er existiert in allen Kindern von Baal, doch nur wenige wissen, ihn einzusetzen. Ja, du scheinst es zu Ihr wissen. seid der schlechter geworden, oder?
Der Avatar unseres toten Vaters. Der dunkelste Ausdruck von Mord. Ich sehe ihn. Hinter euren Augen. Beschwört euren Zorn gegen mich herauf. Falls ihr könnt. Nein, ich werde mich dem Makel nicht hergeben. Warum? Was habt ihr davon? Ihr wollt, dass ich wieder zum Schlechter werde. Ich kann ihn nicht so einfach kontrollieren. Na gut, ihr wollt meinen Zorn zerrevockt, da habt ihr ihn. Warum? Was habt ihr davon? Ihr seid es, der mich hierher gebracht hat. Eure Macht über diesen Ort hat meine Essenz erneut beschworen. Und warum, glaubt ihr, habt ihr das getan? Ich kann euch lehren, euren Zorn einzusetzen. Ihr könnt den Makel kontrollieren, ihn lenken, ihn nach Belieben beschwören. Ihr könnt der Schlechter werden und die tödliche Waffe, die ihr sein solltet. Nö. So, denkt an mich. Denkt daran, wie ich euren teuren Gurion vernichtet habe, wie ich in Kratzenburg gewütet habe. Beschwört euren Zorn. Wühlt in den Tiefen eures dunklen Herzens. Beschwört den Zorn. Beschwört den Zorn und werdet zu ihm. Denn wenn ihr das nicht könnt, seid ihr euer Schicksal nicht wert. Ich hätte es sein sollen. Ich hätte es sein sollen. Greift mich an, Wurm, wenn ihr euch traut. Nein, ich werde es nicht tun. Ich brauche den Makel nicht und ich werde ihn nicht benutzen. Ich spüre nicht den Zorn, der ihr fordert, Zarevok. Ich fühle Bedauern für euch und was aus euch geworden ist, aber das ist auch schon alles. Wenn es mir so möglich wird, zum Schlechter zu werden, wenn ich es will, dann sei es so. Es wird mir eine Freude sein, euch erneut zu vernichten. Ja, sterbt, sterbt für immer. Nein, ich fühle eher Bedauern für Zarevok, denn er ist auch nur wie ich, eine Marionette unseres Dads. Dann wart ihr niemals des Blutes von Baal würdig und ich werde euch auf der Stelle zerschmettern. Jo, hi. Jetzt erwähne ich wohl keine Frau. Die Rache ist mein. Eure Stunde wird noch kommen. Nächstes Mal. Ja, natürlich. Die Rache ist mein. Um meine Wunden kümmern. Nächstes Mal. Ja, darf ich mich heilen jetzt? Danke. Als Sarivok zum Boden fällt, erscheint eine Träne des Baal. Ihr nehmt sie und steckt sie in euer Gepäck. Jo. Zum Glück haben wir diese Nüsse. Die helfen wenigstens ein bisschen bei der Heilung. Fragt nur. Wenn es das ist, was ihr wollt. Haltet die Augen auf. Man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Ort wie diesem lauern können. Ein tränenförmiger Gildstein, der eine dunkle und seltsame Art und Weise beunruhigende Farbe hat. Die Träne ist einer der Schlüssel, der notwendig ist, um das Tor des Hüters zu öffnen. Ja? Ja, jetzt heilen wir aber mal unsere Angeschlagenen hoch. Das muss erstmal reichen. Das heißt, wir haben hier die erste Prüfung von 5 abgeschlossen. Und kleines Foreshadowing-Spoiler out of character. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Sachen abzuschließen. Einmal der gute Weg, wie wir es jetzt gemacht haben, indem wir einfach uns treu geblieben sind. Das hat auch nicht unserem Ruf und unserer Gesinnung geschadet.
Oder wir hätten uns in den Schlechter verwandeln und ihn zerfetzen können. Und das müssen wir jetzt bei jeder Kammer machen, den guten Weg wählen, weil wir ja ein guter Charakter sind. Ihr müsst eure Gruppe erst... Eine der Träne liegt hier ganz in der Nähe. Sie ist im Besitz eines anderen. Von jemandem, der sehr mächtig ist und so schwer zu besiegen. Ja, hier ist die Gier, die sagt, dass die Träne in einem Besitz von jemandem ist. Der schwer zu besiegen ist. Doch alle Dinge, sogar die mächtigsten, können überwunden werden, ja? Ihr habt viele besiegt, deren Machtansprüche so hohl waren. Ihr habt sie von ihren Thronen gestoßen. Ja, der soll mit einer Schlangenzunge reden. Und was hat das mit der Träne zu tun? Ihr habt immer die richtigen Werkzeuge benutzt, um eure Feinde zu besiegen. Stimmt's? Und ich gebe euch nun das passende Werkzeug, um diesen Feind zu besiegen. Hier ist es. Werft einen Blick auf dieses Schwert namens Schwarzschnitter. Mächtig ist es, für wahr. Und es ist das Werkzeug, das ihr benötigt, um den jetzigen Besitzer der Träne zu besiegen. Ihr seid es, Kind von Baal, der über die Verwendung des Werkzeugs entscheidet. Ich überlasse also euch die Wahl. Ja, er hat uns sein Schwert gegeben. Das will ich brauchen. Ich war nun gut. Wie ich sehe, ist der Herrscher dieser kleinen Ebene zu mir gekommen. Vielleicht kann ich doch noch auf die Erlösung von diesen unendlichen Qualen hoffen. Unendliche Qualen? Was meint ihr damit? Zeus, es ist eine Strafe und ich wurde in diese Ebene gebracht, um für immer bei der Träne vom Baal zu bleiben, bis bestimmte Umstände eintreten. Und welche Umstände könnten das sein? Ich kann es euch nicht direkt sagen, meine Fürstin. Es gehört zu meinem Sprachfund, dass ich es nur einem Rätsel sagen kann. Hört genau zu. Ihr des Schnitters Klinge euer eigen nennt, dessen Schmied es in den dunkelsten Eisen brennt. Und löscht mit Feucht und Blut des guten Blutes Glutmal, bis es der Schlüssel ist eure Macht, zu dem, der hierin wacht. Über die heilige Träne voll Baal. Also lasst mich das klarstellen. Das Schwert Schwarzschnitter ist der Schlüssel, um die Träne vom Baal von euch zu bekommen. Ich kann das nicht beantworten, meine Fürstin. Wenn ich euch also den Schwarzschnitter gebe, würdet ihr mir die Träne geben und dadurch würdet ihr von einer Strafe erlöst werden. Also kann ich euch mit Hilfe des Schwertes töten, ist es das? Dadurch würdet ihr von der Strafe erlöst werden. Nehmen wir die 1. Das würde es, meine Fürstin. Aber mit dem Schwarzschnitter kann ich euch auch töten, richtig? Dadurch würdet ihr auch erlöst werden. Dann nehmt das Schwert, ich brauche es nicht. Da bin ich mir nicht sicher, was ich tun will. Nehmt das Schwert. Ich bin euch für meine Freilassung außerordentlich dankbar. Mögen die Himmel euren Ruhm, den eure Wohltätigkeit mir zuteilkommen ließ, verkünden. Ja. Noch eine Träne. Wir haben das ganze Zeug noch hier im Inventar, was wir nicht verkauft haben. Ja, nachdem wir ja gleich gemerkt haben, dass die Gier uns das Schwert gibt, ist der Umkehrschluss, dass wir großzügig sein sollten und einfach das Schwert herausgeben sollten, um den Genie zu erlösen. Ihr müsst eure Gruppe. Das war jetzt recht simpel gedacht. Weil die zweite Möglichkeit, ihn zu töten, um das Schwert zu behalten, wäre die gierige Variante, also die schlechte gewesen. So, damit haben wir die ersten beiden Gruben schon mal abgeschlossen. Ich stimme dem bisher eingeschlossen. Ja, stimme ich auch. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Oder auch nicht. Keine große Herausforderung. Kind, ihr sollt wissen, dass es an diesem Ort, der vor uns liegt, eine Träne von Baal gibt. Doch es gibt zwei Wege, die dorthin führen. Zwei Türen, zwei Wege.
Und beide führen uns zu unserem Ziel, nicht wahr? Auf der Reise, die euer Leben war, habt ihr viele Entscheidungen getroffen. Ihr habt viele Wege genommen und immer hatte die Richtung, die ihr einschlugt, Auswirkungen auf die, die um euch waren. Auch wenn das nicht in eurer Absicht lag. Ja. So ist das Los derjenigen, die mit dem Schicksal geboren wurden. Die Konsequenzen ihres Handelns haben ihre Auswirkungen auf die Realität. Es mag sein, dass euch das Schicksal anderer wenig kümmert. Vielleicht nimmt es euch die Seele. Auch das ist eine Entscheidung. Ein Weg, der eingeschlagen wurde und Wellen auf dem See der Wirklichkeit hinterlässt.